und herzlich willkommen, meine Leute, zu einer neuen Folge bei der Fahrschule Duro TV. Wir wollen euch heute zeigen, welche Todsünden ein Fahrlehrer definitiv in der Ausbildung nicht machen sollte. Sag mal so, Todsünden nicht machen. Bitte nicht machen. Nimm dir auch als Fahrlehrer das bitte zu Herzen. Das, was wir hier aufnehmen, ja, das ist auch Content für dich. Wir haben Equipment bereit. Los geht's. So, ja, theoretisch müsst ihr alles drauf haben, in der Praxis auch. Ja, deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie es ist. Ja, und den Unterschied zwischen einer Fahrerlaubnis und einem Führerschein. Wer weiß es? Ja? Ja, du? Ja, also ein Führerschein, das ist ja dieses Kärtchen, was man sozusagen... Falsch, komm, Junge, ne? Also, er weiß es nicht. Wer weiß es besser? Ja, alles, keine, also ihr wisst alles nicht. Keiner weiß hier irgendetwas, wozu taugt ihr eigentlich? Also, ganz kurz mal Spaß beiseite. Warum machen wir das? Ja, weil auch im Theorieunterricht der Fahrlehrer dich einfach vor den ganzen Leuten bloßstellen kann. Das ist eine Todsünde, das ist ein No-Go. Das macht man nicht. Also, was wolltest du sagen, bitte schön? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Einfach so laute Musik ist auch natürlich ein ganz großes Thema. Wie in der, während der Führerscheinausbildung, ganz laut, bis man nichts mehr hören kann. Ja, was so draußen herum passiert. Leute oder Fahrlehrer. Das Auto ist keine Musikkugel, die durch die Straße fährt. Und vor allem ist das die kostbare Zeit von einem Fahrschüler. Kann man natürlich auch sinnvoll nutzen. Ja, klar kann man auch Musik hören, aber nicht in so einer Lautstärke, dass man drumherum nichts mehr mitkriegt. Und ja, auch in bestimmten Situationen, wenn es dann zu laut ist, kannst du auch nicht auf deinen Fahrschüler eingehen und ihm sagen, ja, pass mal auf, so sieht das aus. Eine der Todsünden ist auch zum Beispiel die Sitzung, also die Sitzposition vom Fahrlehrer. Wenn er so breitbeinig steht und der Fahrschüler mit der Hand dann am Knie vorbei. Also das ist dann so unangenehm. Also da sollte auch der Fahrlehrer dementsprechend in eine Sitzposition kommen, wo der Fahrschüler sich halt auch nicht bedrängt fühlt. Diese Haltung ist ein No-Go. Ich kann nicht so neben einem Fahrschüler sitzen. Oder so Schulter an Schulter. Ja. Das ist auch die Sitzposition vom Fahrlehrer ist sehr entscheidend und da sollte man auf jeden Fall eine freundschaftliche Distanz schaffen. Das ist ganz wichtig. Ist die 100? Was? Tolga, ist die 100? Was? Was, Bruder? Ist die 100? Weiß ich doch nicht, Mann, du fährst das Auto, Mann. Ja, okay. Ne? Also auch ganze Zeit mit dem Handy beschäftigt sein, ist auch ein No-Go. Du bist ein Vorbild. Lieber Herr Fahrlehrer, und so sieht das aus, ne? Ich fahr jetzt 150. Mach, was du willst. Machst du eh. Du machst eh das, was du willst. Ja, ich hab dir einmal was gesagt, du bist sofort beleidigt. Einmal was gesagt. Also, so dann. Ey, Alter, fahr doch nicht so weit. Ey, Alter, fahr doch nicht so weit. Rechts, links, Mann, halt mal die Spur, was soll das? Geht's noch gut? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Das ist meine erste Fahrstunde. Was ist die erste Fahrstunde? Du bist doch ein Schwarzfahrer, das sehe ich doch. Nein, das ist das erste Mal, dass ich Auto fahre. Ja, deswegen fährst du auch fast 150 hier auf der Landstraße. Sag mal, ich habe gefragt, wie schnell ich fahren darf. Du hast gesagt, du darfst so schnell fahren, wie du willst. Ja, weißt du, was meine Oma jetzt gesagt hätte? Was? Ja. Komm, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich gebe mir das hier nicht mehr. Okay. Ich habe keine Lust mehr. Hier, guck, Schwarzfahrer-Teller-Dings. Genau, direkt, habe ich gesagt. Guck, kein Bock mehr. Hier, hast dein Auto. Hier. Okay. Ey, warte mal, lass mal kurz reden. So,
Also, die Situation möchte ich einmal klarstellen. In so einer Situation, der Fahrlehrer, klar, soll er eingreifen, soll er auch kurz mein Problem ansprechen, aber nicht verbal so laut werden im Auto, dass es vielleicht sogar andere Verkehrsteilnehmer mitkriegen. Also ist das auch eine Todsünde. Plus, es ist auch wichtig, dass der Fahrschüler mit einer guten Laune aus dem Auto wieder rausgeht. Das heißt, wenn er etwas nicht hinkriegt, dann sagt man, ey, gut, es gab gerade vielleicht eine Situation, die war nicht so toll, vielleicht bin ich deshalb lauter geworden, aber es hat nichts mit deiner Person zu tun, sondern hauptsächlich nur aus der Situation heraus. Also darüber kann man sprechen, ja, und so kann man auch auf den Fahrschüler eingehen. Aber was ich sagen möchte, ist einfach, Kommunikation ist im Auto sehr wichtig und da muss der Fahrlehrer auch ein Auge dafür haben. Wenn ich jetzt, sage ich mal, im Auto sitze und ich sehe, guck mal in den Rückspiegel und sehe, ah, okay, mein Fahrschüler, der hat glasige Augen, entweder hat er vorher gekifft, ja, oder er ist kurz vorm Wein. Ne? So wie gerade Mert. Ja, ich habe gesehen, der hat glasige Augen. Jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Du hast gerade den Mann gefasst, ne? Sorry. Du hast dich angefasst. Sorry, the model. Das melde ich dem Fahrlehrerverband. Okay, also... Hast du dich beruhigt? Können wir weiterfahren? Okay. Ja, wir fahren rechts weiter, ne? Okay. Rechts. Hä? Oh shit, tut mir leid. Ja, okay, kann auch mal dem Besten passieren. Naja, obwohl mir passiert sowas nicht. Du bist ja ein super duper Fahrlehrer. Ich bin, du, hier ist 30. Also ich bitte, ja, danke. Schön, sehr gut. Okay, folgendes. Kannst du ja 50 fahren, ne? Ist dir klar, oder? Du bist doch schlimmer als ein Fahrschüler. Was ist das mit dir? Ab hier ist 100, ne? Sache, mach mal genau ein bisschen ran. Ah, okay. Sag mal, lieber Fahrschüler. Ja. Wie hast du deine Theorieprüfung hast du gekauft, oder? Wieso? Sag mal ehrlich, also du verstehst ja gar nichts, so, weißt du? Gar nichts, verstehst du? Ey, was für? Ich hab mit 4 Fehlerpunkten Stand, oh mein ja, Gott, ich sterbe. Ja, also du hast gar nichts, ja, also kannst gar nichts. Also auch hier... Was soll ich sagen? Mein Fahrlehrer hat mir den Theorieunterricht schon nicht richtig gezeigt. Voll der Honk. Ja. Sorry, aber in welcher Fahrschule hast du deine Theorieprüfung gemacht? Bei... Biep. auch hier, Leute, auch wenn der Fahrlehrer nicht an dich glaubt, ja, ist das auch eine Todsünde. Der Fahrlehrer sollte immer an dich glauben, dass du wirklich auch dass du auf jeden Fall auch irgendwann einen Führerschein erhältst. Wenn der Fahrschüler oder wenn der Fahrlehrer noch nicht mal an dich selber glaubt, dass du, wenn er selbst nicht an dich glaubt, so, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das heißt, auch einer der Todsünden ist, dass der Fahrlehrer wirklich an dich glauben muss, dich motivieren muss, an deiner Seite stehen muss, ja, wie eine zweite Mutter nur ohne mich. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Ja, ich freue mich auch. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, hier ist 70, ne? Das weißt du, ne? Hey, warte mal. Hey. Ja, genau. Ja, ich bin gerade in der Fahrstunde. Ja, was geht bei dir so? Ja? Okay. Ja, der Fahrstuhl. Ja, natürlich. Kriegt er schon hin, ja. Alles gut, Mann. Der macht das schon, ja. Ich kann auch, ja. Nein, Mann, ja. Ich kann auch Freisprechanlage machen. Warte mal, vielleicht hörst du mich dann besser. Also, was ich auch da, wieder ein Szenario. Ganze Zeit, nicht nur jetzt diesmal am Handy tippen, sondern auch telefonieren während der Fahrstunde. Du kannst dem Fahrschüler nicht gleichzeitig seine Fehler aufzeigen und erklären, was er in der Situation, wo du gerade am Telefonieren warst, also wo der Fahrlehrer gerade am Telefonieren war, falsch gemacht hat. Fahr im Kreis, okay, die zweite. Ja? Mann, komm, hör auf, Mann. Ja? Leg auf. Ja. Ja, hör mich auf. So, ein bisschen zu schnell. Nee, die Videos waren das Team. Zweite. Habe ich zweite gesagt? Ja. Ich habe dritte gesagt. Du hast zweite gesagt. Wie?
Fahren im Kreis, Digga, die zweite. Was zweite gesagt? Auch hier? Was könnte man hier sagen? Ich weiß nicht. Missverständnis im Auto. Ja. Missverständnisse im Auto bitte sofort klären. Schlag ist auch eine Todsünde. Darf ich dich einmal schlagen? So, nur für, also wir wollen es ja nur einmal demonstrieren. Also ist jetzt kein echter Schlag. Na? Bam. So, schlagen. Gewalt ist auch eine Todsünde im Auto. Ich glaube, das gab es mal früher, oder? Ich will meine Oma. Ja, und so, hier ist 30er-Zone, hier ist rechts, wo links, da musst du drauf achten, ne, ganz klar. Ey, warum wärst du rechts, Alter? War mal hier gerade. Du hast doch rechts. Das ist rechts, wo links gewesen, Mann. Ey, Alter, war mal vernünftig die Kurve. Okay, da kommt einer, weiter geht's. Genau, zweiter Gang, genau. Lenkrad richtig halten, dann wieder schalten, dann wieder zurückschalten. Du fährst wieder zu schnell. Also ein bisschen zu nah am Bordstein, bitte wieder in den zweiten Gang. Ja, Schulterblick nicht vergessen, einfach so. Spiegel machen, dies, das, Spiegel machen. In den Spiegel gucken. Ich kann nicht, ich verstehe, was willst du von mir? Was, fahr einfach da weiter die ganze Zeit? Ey, du fährst jetzt hier auf dem Hof. Alter, bleib mal stehen, was ist los mit dir? Ich kann das nicht mehr aufnehmen. Mein Brain just committed suicide. Was war das jetzt für eine Sprache? Pakistanisch-Englisch oder was ist das? And gentlemen, I think my brain just committed suicide. Ja? Ja? So, ich will hier einmal kurz das loswerden und zwar auch das zu viel erklären im Auto, ganze Zeit nonstop, ohne Pause, ohne Atmung, ist auch too much. Also der Fahrschüler ist da nicht so aufnahmefähig, bitte. Also auch da, das ist auch eine Todsünde, wenn der Fahrlehrer ganze Zeit nur babbelt, 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 ja. Alles klar, arriba, weiter geht's. Ja, war super Fahrstunde, hast du gut gemacht. Ich habe nichts auszusetzen. Okay. Nächste Fahrstunde fahren wir auf Autobahn, okay? Und wann? Morgen. Um wie viel Uhr? 15 Uhr. Ja. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Kommst wieder rein. Also, wir sprechen hier auch einmal kurz Motor starten, dann arriba, weiter geht's. So, und auch hier an die Community bitte, Leute, schreibt bitte in die Kommentare rein, welche Fahrschule? Nein, nicht die Fahrschule. Mann, ich will hier keinen irgendwie schlecht machen oder so. Also Community, in die Kommentare damit, bei wem hat der Fahrlehrer schon mal gepennt während der Fahrstunde? Und was habt ihr gemacht in der Situation? Habt ihr ihn aufgeweckt oder seid ihr einfach nochmal weitergefahren? Einfach mal rein in die Kommentare. Wie habt ihr euch gefühlt? Bitte schreibt in die Kommentare. Uns würde das sehr interessieren. Also. Ja, gerne auch witzige Stories. Ja, Stories, ja. Genau, vielleicht haben wir auch mal das nächste Mal was zu erzählen. Den witzigsten nehmen wir dann mit ins nächste Video. Ja, Mann, korrekt. Oder machen einfach so eine Szene. Wir stellen das nach. Wir stellen das einfach nach. Wäre geil, oder? Das wäre cool. Aber zieht eurem Fahrlehrer keine Faust, wenn er schläft. Ja, nein, definitiv nicht. Der Arme. Der arbeitet ja auch überhart, ne? Klar, also wenn man... So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann klickt bitte einmal auf Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, denn dann sehen wir uns bald wieder.